Das hier. Jo. Was geht, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von The Station hier auf meinem Kanal. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Dankeschön für die positive Bewertung beim ersten Part von The Station. Und ja, genau, ich denke mal, dass wir fortfahren werden, hier uns ein wenig auf der Station mal umzugucken. Wir sehen hier noch, genau, hier sind unsere Aufgaben. Mhm, genau. Also, wir müssen auf jeden Fall den Aiden, Silas und Mila finden. Und wir müssen den kaputten Roboter hier reparieren. Da, Entschuldigung, darf ich? So, genau. So. Und den müssen wir halt irgendwie reparieren. Und dafür brauchen wir den Voltage-Regulator und Synapse-Fuß. Okay, Fuß, Entschuldigung. Wo gehen wir jetzt am besten als nächstes hin? Waren wir da oben schon? Nee, ich glaube noch nicht, ne? Okay, wir brauchen dafür dem Aiden sein ID-Armband. Das ist hier. Das benötigen wir. Und da kommen wir aber nicht dran. Was können wir denn machen am besten jetzt? Guckt mal, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Vielleicht. Jawohl. Ich gehe mal davon aus, dass wir diese vier Waffen oder, ah, hier steht es ja sogar. Please return your tools back to the rack. Also wir sollen unsere Sachen zurücklegen, damit wir unser Armband bekommen. Da müssen wir natürlich jetzt die anderen Sachen noch finden. Ah, hier haben wir auch noch eins. Sehr schön. Das tun wir jetzt da rein. So. Was haben wir noch? Zwei Stück brauchen wir noch. Ich glaube, hier hinten war noch irgendwo eins. Nee, da war keins. Hier irgendwo? Auch nicht. Hier ist noch eins, genau. Ich bin mal gespannt, wann wir den ersten Kontakt machen mit unserer Crew oder halt auch mit den Aliens. Aber das sehen wir dann halt noch, ne? Ein Teil fehlt uns jetzt aber noch. Wo ist denn das? Könnte auch hier oben irgendwo sein. Ne, hier ist keins. Eins fehlt uns noch. Hä, bin ich blöd? Hier ist keins. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Wo ist denn das letzte Teil? Ein Teil fehlt noch. Eine Waffe. Oben kann die nicht sein. Hier ist es auch nicht. Ah, wartet mal, hier hinten vielleicht? Nee, hier ist es auch nicht. Hier auch nicht. Aua, wo ist... Wo, hä? Was für eins fehlt denn? Das hier fehlt dieser überdimensionale Tacker. Da kannst du mir doch nicht sagen, dass er jetzt nicht hier ist, dass er irgendwo außerhalb des Raums ist. Die anderen drei waren ja auch hier. Dann können wir nur den Strom abschalten. Aua! Irgendwo muss es doch hier sein. Hier liegt's nicht. Hier liegt's auch nicht. Hat sich den vielleicht vorhin aus Versehen in der Hand und hab den in irgendeine Ecke geworfen? Jo, kann höchstens jetzt sein, dass wir nochmal, hier,
in dem sein Labor gucken, ob hier das Ding irgendwo liegt. Das ist auch cool, so ein kleiner Roboter hier. Ich sehe es aber nicht. Nee, hier ist es nicht. Nee. Das muss da drinnen irgendwo sein. Boah, ist die Tür laut. Irgendwo. Ich muss irgendwas übersehen. Die kann ich nicht rausnehmen, gell? Nee. Wo ist denn das letzte Teil? Ich habe jetzt hier übergeguckt bei dem. Mann! Hier hinten. Das muss doch fast hier irgendwo sein. Aber hier ist nichts. Vorhin irgendwie in eine Ecke geworfen oder so, ich Depp. Dafür ist vielleicht dieses magnetische Teil, falls man irgendwas irgendwie falsch in die Ecke reinwirft oder so und nicht mehr drankommt. So eine Theorie nur. Nee, hier ist aber nichts. Das ist ja von Aiden, oder? Was wir hier brauchen. Genau. Euer Ernst jetzt? Bin ich echt so dumm? Das lag hier am Boden. Am Boden lag das. So ein Scheiß, ey. So. Jawohl. Item added to inventory. Sehr schön. Wir haben den Aiden sein Armband. Oh, jetzt kommen wir hier rein. Cool. Super. Das ist irgendwie so eine Kommandozentrale oder so. Ah, nur noch 4 Tage, bis sie daheim gewesen wären. Okay. So do you think you can build it? Not sure where you think I can hide something like this on board. There's a blind spot in the cameras in the upper deck hallway. Right here. It's possible. But, given the risk, it's gonna cost you. Not a problem. I'm sure it will go to a good cause. Owen, don't let her catch you. Okay. Also es dreht sich hier auf jeden Fall alles um den Roboter, den die da haben. Was haben wir hier noch so? Ah, da kann man einfach Mails und so überprüfen, genau. Kann man sich die durchlesen. Was haben wir hier noch? Eine Notiz? Ja, gut, okay. Was leuchtet hier so? Okay, ja. Aber sonst kann man hier nicht wirklich was machen. Dann schlage ich vor, dass wir die nächsten Räume mal erkunden. Dafür müssen wir... Ich glaube, die Treppe hoch, wo wir ganz am Anfang waren. Genau hier, da gab es eine Treppe nach oben. Warteraum. Oder Zuschauerraum. Da könnt ihr von hier überall reingucken, guck. Das ist das Labor. Hier oben haben wir, glaube ich, den einen Langrennen sehen. Kann das sein? Okay. Ah, wir haben 2 neue Aufträge bekommen. Wir sollen den Roboter reparieren und
von der Mila das Sicherheitsarmband sollen wir haben. Also das Was war das denn? Welcome, Mila. Ah, sind wir bei der Mila im Raum. Das sieht einfach nach einem Headset aus. Easy Air Freshener. Gestresst. Here's a relaxing center. Calm you. Okay. Das tut immer so anscheinend so ermitteln, wie es einem geht und dann je nachdem irgendwelche Gerüche ausstoßen. Haben wir hier oben noch was? Ah, das ist wieder nur die so Mails und so von denen, ne? Ja, genau. Ja, gut, okay. Oh, warte, hier ist ihr Armband. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir hier noch irgendwas? Hier ist irgendwas kaputt gegangen. There's no real achievement possible for the daughter of a hero. I don't wish to seem ungrateful, but it's getting cold in the shadow you cast on me, father. Okay. Oh, hier haben wir irgendeine zerrissene Seite. Hat sich hier geschminkt eigentlich. Aber hier ist irgendwas vorgefallen. Okay, gehen wir mal weiter. Also jetzt haben wir eigentlich nur noch den Auftrag, also klar die anderen zu finden, aber auch noch den kaputten Roboter zu reparieren. Und müssen wir schon mal gucken. Ah, hier waren wir noch nicht. Im Speisezimmer. The analysis of the terraform is complete. It's only Silas's test. Mein Gott, habe ich mich erschreckt. Nein, habe ich mich erschreckt. Verdammt, was war denn das? What are you doing? That wasn't me. I'm on my way to engineering now. Call me at the bridge when you get there. Oh, was war das denn gewesen? Look, it's none of my business. I know you ended whatever was between you and Mila. But the way you still look at her, I'm not convinced you're over her. You're absolutely right, Aiden. It is none of your business. Hm. Also hier haben die auf jeden Fall gegessen. Oh, was war das eben gerade gewesen? Habe ich mich mega erschreckt. Sind sogar die Sachen hier alle umgefallen. Ja, ich konnte gerade die Maus nicht mehr bewegen. Was war denn da los? Na gut. Da sollten wir uns aber jetzt langsam mal wieder zurückbegeben in die Werkstatt. Das war, glaube ich, hier gewesen, um jetzt herauszufinden, wie wir den Roboter reparieren können. Ich habe da aber auch schon eine Idee. Ich habe da schon was erspäht das letzte Mal. Dafür müssen wir nur noch mal gucken jetzt, welche Komponenten wir noch mal brauchen für den Roboter. Was steht denn hier? Also, okay, Voltage Regulator und 35 in Synapsis. Okay, also meine Idee ist, ne, das wollte ich nicht. Dass die Sachen hier drin sind. Weil hier haben wir eine Liste. Da konnten wir nämlich eben gerade die angucken, habe ich schon gesehen. Genau. Also, jetzt müssen wir mal gucken. Ah, hier ist der Name. Das brauchen wir doch, oder? 35 in. Das ist. Oh. Location. Verdammt. Nee. Hä? Wieso? Wie soll ich denn das finden? Aha, da oben stehen so Dinger dran. Ah, das hier. Das oberste ist das und rechts unten. Rechts unten. Das ist es. Das Fach da oben. Okay, das hier müsste sein. Oh, ich hoffe nur, dass hier nichts passiert. Ist das Ding runtergeflogen? Ah, das richtet sich wieder auf. Ist das das Teil, was wir brauchen? Oh, ich hoffe, wir müssen nicht irgendwie jedes Teil hier ausprobieren. What the, was war das?
nicht passend oder beschädigt. Oh, jetzt müssen wir die Dinger da ausprobieren. Jetzt ernst jetzt? Das sind doch alles die gleichen. Oh, warte mal. Kann ich mit dem gerade alle auf einmal vielleicht nehmen? Geht das? Ja. Nö, ich kann nur... Tatsächlich, kann aber alle auf einmal nehmen mit dem. Oder zumindest viele. Dafür war der gedacht gewesen. Sehr cool. Okay, jetzt tun wir die hier rüber. Haben wir jetzt eins reingesteckt? Ah ja, wir haben jetzt eins reingesteckt. Cool. Das war's schon. Jetzt müssen wir noch den, genau, den anderen Komponenten finden. Das andere Komponent. Und das ist... Wo haben wir das? Da! Okay, links, rechts, oben die Strichchen. Also hier. Links, rechts, unten. Links, rechts, unten. Hier. Also, da. Boah, welches ist denn das? Das hier, gell? Müsste das sein. Fällt das jetzt wieder alles raus? Nee. Gut. Oh, das sind jetzt auch wieder so viele. Also wieder das magnetische Teil holen. So. Alle raus hier. Oh, scheiße, das geht gar nicht. Verdammt. Oh, okay, wartet, oder? Zeig mal. Das geht nicht. Die sind gar nicht magnetisch. Oder nur die, die funktionieren. Die von denen ist gar keins magnetisch. Toll. Okay, vielleicht gehen ja alle. Das kann natürlich auch sein. Dass man von denen einfach nur irgendeins braucht. Weil die sind ja nicht runtergefallen. Nee. Das funktioniert nicht. Toll. Mann, aber das Magnetteil funktioniert ja nicht. Zeig mal her nochmal. Nee. Oh, okay. Probieren wir eins nach dem anderen. Das hier. Jo! Okay. Tschüss. Der ist weg. Alle Aufträge erfüllt. Life support systems repaired. Perfekt. Okay, Leute. Hey, super. Wir sind auf jeden Fall ein ganzes Stück weitergekommen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich würde mich über ein positives Feedback von euch freuen. Irgendwie einen Daumen nach oben oder ein nettes Kommentar schreiben. Sagt mir mal Bescheid, ob ich weitermachen soll oder ein anderes Spiel previewen soll. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Habt einen schönen Abend. Euer Nier und ciao. Haltet die Ohren steif, genau. Haltet die Ohren steif. Ciao.